Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Gun Home Part 2. Ja, wir sind hier im Haus. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Wir spielen die Katie und wir haben schon einen Tagebucheintrag von unserer Schwester Sam gefunden bzw. angehört. Und irgendwie ist bis jetzt noch keiner zu Hause. Vielleicht schlafen die auch. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt die Treppe hoch. Und, ja, mal schauen, wo die alle sind. Und was wir hier noch so finden. Ja. Ich gehe jetzt da gleich lang. Aber ich gucke mich erstmal hier um. Hier haben wir ein Kartenspiel. Das tue ich da einfach rein. Zeitungsausschnitte. Ach Mann, das ist immer so viel Text. kontrollierter Waldbrand für Boone Country geplant. Nächste Woche werden Rauchschwaden über der nordöstlichen Region von Boone County aufsteigen. Und zwar im Rahmen eines von der Waldschutzbehörde kontrollierten Abbrenns überwucherter Bereiche des Flintlock Nationalforsts. Die Teams der Försterei haben den Bereich seit Monaten vorbereitet. Die Brandtätigkeiten werden zwischen 8 und 17 Uhr stattfinden, jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch und vielleicht bis in den Donnerstag hinein. Abhängig von der Geschwindigkeit des Fortschritts, alles gemäß Waldschutzbehörde. Abgesehen vom Beseitigen toter und überwuchernder Vegetation als potenziellem Brandherd in dürren Monaten dient die Operation als wertvolle Trainingsmöglichkeit für den Forstbetrieb und das involvierte Feuerwehrpersonal, sagt die leitende Naturschutzbeauftragte Janice Greenberry. Oh, ich kann gar nicht mehr lesen. Oh, einfach zu viel Text. Gut. Keine Ahnung, ob das wichtig ist. Ich habe keinen Plan. Was ist das? Ein Kamm. Schick. So einen hatte meine Mama auch mal. Ein Terminplaner. Montag Paarbowling. Mittwoch Kochkurs, Schürze mitnehmen. Freitag Gesellschaftstanz. Montag Paarbowling. Mittwoch Kochkurs. Freitag Gesellschaftstanz. Mittwoch Kochkurs. Ja, ich hoffe, das war nur der Regen. Freitag Gesellschaftstanz. Großes Festessen für Terry und Sam kochen. Das ist wahrscheinlich von der Mama. Der Terminplaner. Was ist das? Das ist ein Gitter. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour. And took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know. I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Okay. Eine Kassettenhülle. Für Sam. Und Sam hat wohl eine Freundin gefunden, die sie endlich versteht und bei der sie sich normal fühlt. Wie groß ist das Haus? Ich habe Angst, dass sie gleich irgendwas um die Ecke springt. Ich habe keine Ahnung, ob das passieren kann. Aha. Irgendein Jugendzimmer.
Warum soll ich kriechen? Das ist nicht euer Ernst. Aber ich passe doch gar nicht unter. Vielleicht soll ich doch gar nicht unterpassen. Ist das das Zimmer von Sam? Aha, irgendeine Kunstausstellung von 1991. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich zeichne zwar gerne, aber... Aha. Interessant. Ach, wieder so eine Tasse. Eine Limo-Dose. Ginger Ale. Okay. Hier eine Nagelfeile. Mit Sternchen. Süß. Da liegt eine Socke. Ja, meine Schwester ist ziemlich chaotisch. Hier liegt alles rum. Ein Teller. Frisbee! Sam, ich denke, der Kurs zum kreativen Schreiben wäre ideal für dich. Irgendeine Lehrerin hat ihr das wohl empfohlen. Okay. Sommer vor College Programm für junge Stipendiaten. Oh Gott, was für ein Wort. Semester 1995. Das lese ich jetzt nicht alles. Das könnt ihr gerne selber lesen, wenn ihr jetzt genau Pause macht und dann könnt ihr das selber durchlesen. Das ist mir jetzt zu viel Text. Tut mir leid. Ein Ringordner. Ein stinknormaler Ringordner. Ein Glas. Ja. Ein Ringordner. Okay. Das ist wohl die Kassette von der Freundin. Ja, klingt ganz nice. Wir machen es nochmal. Gucken wir uns mal hier um. Aber. Nein. Ich leg die. Toll. Ich leg das da mal eben so hin. Ich weiß nicht, ob das so laut ist für euch jetzt. Ein Lippenbalsam. Ja. Warum nicht? Wir brauchen auch irgendwie einen Code. Ein Kissen. Kissenschlacht. Ich würde mich gerne hinlegen. I want to believe. Mhm. Interessant. Ich frage mich immer noch, warum ich kriechen soll. Okay, auch irgendwie ein Ordner. Aus der 4. Klasse? Oder was ist das? Mann, Sam hatte das in der 4. Klasse oder so. Ein Brettspiel? Got your number. Hab deine Nummer. Ja. Why not? Mann. Ein Kapitel. Äh.
Also, das sind so Texte, das lese ich nicht. Könnt ihr gerne Pause machen und selber lesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach zu viel. Also, Briefe und so lese ich vor, aber so Geschichten, selbstgeschriebene oder wo auch immer sie das her hat. Aha. Irgendwelche selbstgemachten Bilder? Ah, hier. Das sind Spiele. Oh Gott. Diese Geräusche. Und dann knackst das überall. Aber wo ist die Nintendo? Das ist noch ein Spiel. Das ist ein Brief. Chun-Li-Kombos. Feuerball, Schlag, Gewitter, Tritt, 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 Tritt. Ist das nicht von Street Fighter? Chun-Li? Ich bin mir nicht sicher. Das ist auch noch was. Wie spricht man den Namen aus? Luni? Ich nenne sie jetzt Luni. Ich schrieb dies in der ersten Stunde und steckte es auf dem Weg zur zweiten in deinen Spind. Das machen alle die coolen Kids, hab ich beschlossen. Schreib mir zurück. Hier ist zudem eine Idee für eine Zeichnung. Zwei Katzen auf einem Motorrad. Hey, das ist eine gute Idee. Die coolen Kids senden sich eigentlich viel eher Texte auf ihre Pieper. Damals gab's noch Pieper, ja. Aber wir sind cooler als die. Weil, rate mal, das hier können die nicht auf einem Pieper machen. Deine Katzenzeichnung war so gut, dass ich noch Hintergrund hinzufügte, um es noch besser zu machen. Vielleicht sollte ich aber auch beim Schreiben bleiben. Haha, gefällt mir. Woher wusstest du, dass sie kurz davor standen, von Aliens entführt zu werden? Irgendwie irritieren mich die Geräusche total. Ich gucke gerade Mr. Fish an. Ich denke, er ist ein Typ, der viele Katzen hat. Auch denke ich, dass er heimlich ein fanatischer Verehrer von 90210 ist. Oh mein Gott, die Serie gab's ja damals auch. Nach dem Unterricht frage ich ihn wegen der Katzen. Er sagte, dass er zwei Katzen hat und dass er noch nie 90210 gesehen hat. Aber ich habe in seinen Augen gesehen, dass er lügt. Das ist eine kleine Zeichnung. Die sieht man jetzt gar nicht, ne? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ah, doch, hier. So kann man das besser sehen. So kann man das nochmal so im Originalen sehen. Bei dem Spiel ist das so, das Spiel ist eigentlich auf Englisch. Aber ich habe mir die deutsche Übersetzung geholt oder runtergeladen. Die wurde irgendwie von Fans gemacht. Weil sonst verstehe ich kein Wort, weil ich bin nicht so gut in Englisch. Und das wäre natürlich schade, wenn ich nicht alles mitkriegen würde. Hier sind viele Taschentücher. Warum sollte ich kriechen? Das ist eine Socke. Bestimmt, damit ich alles sehen kann, ne? Okay, hier haben wir eine Broschüre. Neu ab 1965. Das ist das Teil, was mein Dad und ich zusammenschrauben. Wollen wir mal eine Runde drehen, wenn es fertig ist? Hier kommt die aufregend neue Brother 150. Ein Motorrad mit Geschwindigkeit, Stil und unglaublicher Leistung. Der zuverlässige Viertaktmotor der Brother 150 sorgt für Geschwindigkeit, die sie überraschen wird. Ein 2,5 Gallonen fassender Tank sorgt dafür, dass sie auch längere Touren planen können. Mhm. Oh, sieht doch ganz nice aus. Da liegt eine Gabel. Ein Radici. Name Samantha Greenberrier. Ach, das ist sie, Sam. Alter 11 Jahre alt. Lehrer Fletcher, Klasse 5. Fachwerken 1. Aufgabe Metallarbeit, Gravur. Note C-. Ich glaube, das ist eine 3 bei uns. 3-, ne? La, es gewittert immer noch. Hinweise.
keine fordernde Aufgabe. Metalltafel für Familienporträt, angemessene Aufgabe, aber nicht komplex. Als ich meinte, Mom und Dad sollte durch die Namen der Eltern ersetzt werden, meinte ich nicht, dass sie direkt darunter geschrieben werden sollen. Akzeptable Bearbeitung der Kanten. Sei gewissenhafter bei der Arbeit. Aha. Ja. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Ist das eine Unterhose? Also meine Schwester ist ziemlich unordentlich. Da. Formular für Disziplinarmaßnahmen. Name des Schülers Volando des Soto. Wer ist das denn schon wieder? Klasse 12. Datum 18.09.94. Ah, Schüler Loni D. Okay. Mr. Benchley beobachtete, dass Miss Di Sorto ein T-Shirt mit einem unangebrachten Bild auf der Vorderseite trug. Eine große Bierdose der Marke Schieß mich tot. Miss Di Sorto wurde daraufhin zum Büro des Vertrauenslehrers geschickt. Miss Di Sorto wurde vor die Wahl gestellt, entweder das Shirt links herum zu tragen, es ging ein Shirt aus ihrem Sportbund auszutauschen oder für den Rest des Tages vom Unterricht ausgeschlossen zu werden. Miss Di Sorto wählte den Ausschluss. Ja, natürlich. Ihr Vater wurde angerufen, aber er war nicht erreichbar, auch nicht auf dem AB. Miss Di Sorto muss dieses Formular morgen von ihrem Vater unterschrieben wieder mitbringen. Da sieht man das Formular nochmal. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier alles habe. Oder kam ich nicht dran? Hey Sam, willst du nach der Schule irgendwas im Kolosseum anschauen? Der Film kam letztes Wochenende raus und Todd plappert nur noch davon. Also ist er entweder gut oder wir können uns über Todd lustig machen, dass er ihn mag. Meine Mom will heute Abend zur Abwechslung mal etwas für uns kochen, aber ich kann mich sicher eher wegstehlen. Welche Zeit? Und soll der Film nicht ultra brutal sein? Werde ich mich übergeben? Laut Todd ist er ziemlich hart. Ich glaube, Uma Thurman bekommt eine Heroinnadel ins Herz gejagt. Das finde ich ziemlich lustig. Naja, ob das so lustig ist, weiß ich nicht. Auch irgendwas mit Cheeseburgern ist wohl wichtig. Aha. Ich glaube, Todd will mitkommen und ihn nochmal anschauen, wenn das okay ist. 7.15 Uhr, okay? Kotz nicht. Also bis dann. Mein Gott, ein kotzender Burger. Aha. Ja, das ist das Zimmer von außen nochmal. Danger. Wir machen jetzt hier mal zu. Zu. Mach die Tür zu. Ha. Das ist ein anderes Badezimmer. Okay. Ich dachte eben, das wäre Blut. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dying hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. But that's when she said, you're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited, and the moment was gone. Ja, die haben zusammen ihre Haare gefärbt, die beiden, und es war wohl für beide ein sehr intimer, schöner Moment, so wie ich das raushöre, aber Sam hat irgendwie den Moment verpasst, etwas zu sagen. Und ja, wir schauen uns im nächsten Part weiter im Badezimmer um. Mal gucken, was uns hier so erwarten wird.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über euch freuen. Und ja, ich sage bis dann, eure Inori IP.